Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr. Das Leben Jesu beten. Du bist gebenedeit im Rosenkranz. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ich bin Mutter von einem 2-jährigen Sohn und derzeit bete ich den Rosenkranz. Also ich bete ihn täglich und ich bete ihn sehr gerne, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Oft machen wir am Abend noch einen Spaziergang zum Einschlafen oder auch am Mittag. Und das ist für mich sehr schön, sehr meditativ. Und ich genieße es danach, mit ihm spazieren zu gehen und gleichzeitig die Zeit fürs Gebet zu nutzen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Es gibt 4 verschiedene Rosenkränze, den freudenreichen, den glorreichen, den schmerzhaften und der 4. noch dazu, der lichtreiche. Und die Rosenkranzgeheimnisse meditieren das ganze Leben Jesus. Also in jedem Rosenkranz geht es um einen Teil vom Leben Jesu, im freudenreichen, um die Verheißung, um die Menschwerdung, im Schmerzhaften um die Passion Christi, im Glorreichen um die Auferstehung und der Lichtreiche zeigt verschiedene Lebensereignisse, wie die Hochzeit zu Kana, die Taufe. Und wenn ich den Rosenkranz bete, meditiere ich diese Ereignisse aus dem Leben Jesu. Also im Rosenkranz hast du eigentlich das Leben Jesu enthalten und kannst darüber meditieren, kannst darüber nachdenken und ich bringe da gleichzeitig natürlich ganz viel auch von meinem eigenen Leben rein. Was beschäftigt mich gerade? Was bewegt mich im Alltag? Und das bringt mich erstens zur Ruhe. Also es ist ja ein sehr meditatives Gebet, ein sehr repetitives, also es wiederholt sich immer wieder. Und ich weiß auch, ich kann alles, was mich gerade beschäftigt, abgeben in dem Gebet und gleichzeitig zum Beispiel, ich merke oft, wenn es mir nicht so gut geht, wähle ich den schmerzhaften Rosenkranz. Da meditiert man die Passion Jesu und kommt auch wieder auf andere Perspektiven, wenn man sieht, was Christus eigentlich für uns durchgemacht hat, wie er gelitten hat. Es bekommt oft wieder einen anderen Stellenwert, eine Ruhe, eine andere Ausrichtung. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Es gibt viel so Meditationstechniken, es gibt viel so Atemübungen, wo man sagt, das bringt Menschen zur Ruhe. Und im Rosenkranzgebet musst du gar nicht viel überlegen, wie du atmest oder was du tust. Das passiert automatisch durch diese gleichmäßige Wiederholung der Gegrüßet seist du Maria. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte hör uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Das sind die 2 wichtigen Zeitpunkte, Ereignisse im Leben von uns Menschen, das Jetzt. Wir können nur im Jetzt leben, im Jetzt lieben, im Jetzt mit Gott verbunden sein. Und die Stunde unseres Todes, die ist auch so zentral, das letzte Mal, wenn wir im Jetzt sind. Und mit Maria schließen wir das Ganze, das Jetzt und schon die Stunde unseres Todes ins Gebet mit ein. Und ich finde, das ist sehr wichtig und sehr schön.